Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich treffe mich gleich mit einem Zuschauer. Der hat sich bei mir gemeldet. Ihr wisst, ich bin auf der Jagd nach Lucky Cliphook. Vor allem jetzt beim Event mit der angeblich erhöhten Lucky Chance. Wobei, ich hatte jetzt auch ein bisschen Glück, also die Chance ist wahrscheinlich schon erhöht. Ich glaube, wir sind hier. Er hat sich bei mir gemeldet auf Instagram, also viele melden sich immer in den Kommentaren, aber das bringt halt nichts, weil YouTube keine Nachrichtenfunktion hat. Deswegen sage ich immer, schreibt mir auf Instagram, Facebook oder Twitter, da könnt ihr mich immer stalken. Ja, und er hat es geschafft, wir haben das ausgemacht. Er ist mit seiner Freundin irgendwie hier heute, also erstmal kommt er nicht aus München, aber heute ist er hier irgendwo bei der Reptilien-Auffangstation. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ansonsten natürlich mein Hinweis, Leute, trefft euch nicht mit Fremden aus dem Internet. Außer es ist für Lucky Cliphook. Nee, Spaß. Resultate geben. Leider nicht, ne? Das ist der Kollege, er ist mit seiner Freundin hier, um ja, eine Schlange abzuholen, vielleicht auch mehrere. Sehr interessant hier. Ich bin mal mitgegangen, weil mich das einfach interessiert hat. Hier werden also Schlangen abgegeben, die nicht mehr gewollt sind. Mhm. Und dann kann man die... Oder züchtet, ja. Okay. Die in den Abknimmer wollen, weil sie es nicht richtig gehalten haben oder so. Okay. Dann kann man hier welche holen, wenn man Interesse hat. Oh, die war riesig. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja, wir haben getauscht. Ich habe ihm eines meiner ältesten Pokémon gegeben für Cliphook. Leider nicht Lucky geworden. Das wäre sonst zu schön gewesen. Aber trotzdem, vielen Dank für den Versuch. Ich bin wieder zu Hause, Leute. Es wurde leider nichts aus dem Lucky Cliphook. Aber trotzdem danke an den Kollegen, der sich gemeldet hat und viel Spaß mit der Schlange. Check meinen Instagram-Account ab, da habe ich auch ein Foto von der Schlange oder mit der Schlange gemacht. Und bevor ich es wieder vergesse, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Oder schaut auf Facebook, Instagram und Twitter vorbei. Oder ihr habt auch noch einen Cliphook zum Hertauschen und meldet euch. Während des Events so, am besten. Spezialtausch habt ihr heute schon gesehen, den kann ich euch nicht mehr zeigen. Aber... ich habe ein neues Pokémon heute gefangen. Das ist dieser Hund mit der Maske. Der wird jetzt getauscht. Und hoffentlich Lucky. Schauen wir mal. Wenigstens ein neues Lucky heute. Tauschquest erfüllt. Immerhin das. Und... nein. Der Kleine war ein bisschen schneller. Da hat man es schon gesehen. Schade. Auf jeden Fall noch zwei kleine Updates. Erstens, EP-technisch habe ich jetzt ja um die 138 Millionen. Fehlt noch 15.000, aber das ist ja nichts. Ziel war 150 Millionen. Ja, daraus wird erstmal nichts. Mit C-Day vielleicht, aber ja. Ich komme halt nicht wirklich zum Zocken, beziehungsweise nicht so viel, wie ich wollte. Vor allem auch nicht bei dem Wetter. Das ist gerade mal 8 Uhr und es ist schon todesdunkel, eiskalt. Da gibt es halt echt nur begrenzte Möglichkeiten und Zeiten zum Zocken. Vor allem jetzt, nach dem Interview, ich habe es endlich geführt mit dem Kollegen Carnifix. Erster Spieler in Deutschland, der 300 Millionen EP erreicht hat. Ist natürlich sehr motivierend, aber... ja, aber dann schaue ich so aus dem Fenster. Und dann denke ich mir, ja doch nicht. Ich denke, jetzt am Wochenende werde ich die 140 Mille knacken. 7x Level 40 und dann schauen wir mal, wie ich die letzten 10 Millionen mache. In den restlichen Tagen vom Event und dann noch vom C-Day. Übrigens, nächstes Event auch direkt wieder angekündigt. Valentinstags-Event. Mehr dazu aber gleich. Erst noch was von diesem Event hier. Ich habe ein... wo ist denn der? Habe ich schon wieder so viel gefangen? Ich habe ein Shiny Spoink. Yay! Yeah. Irgendwann irgendwo geklickert, aber es... die sind auch so häufig. Ich weiß nicht, wie viele ich am Tag fange. Ich lösche so viele. Ja, und da war er einfach so im Beutel, dank dem kleinen Freund hier. Dann noch zum möglichen Valentinstags-Event. Jetzt im Newsletter wurde bestätigt, dass ein Valentinstags-Event kommt, was aber an sich offensichtlich war, weil wieso sollte keins kommen? Und davor gab es auch schon Gemunkel,
was alles kommen könnte. Die haben hier selber geschrieben, 0% bestätigt, 0% leak. Aber die Info, die sie beziehen, ist von derselben Quelle, die bisher den Dezember C-Day, also den Super C-Day, geleakt haben. Shiny Zigzags, Shiny Glodon, Wasserfestival, Extravaganza und Adventure Week. Also die Quelle des Gemunkels hat all diese Sachen vorhergesagt und es hat gestimmt. Es soll am 13. Februar anfangen, offensichtlich, weil 14. ist Valentinstag, bis zum 21. Februar. 6 Stunden Module, Doppelbonbon und dann erhöhte Spawns von rosanen Pokémon, wie zum Beispiel Hopsports, mein alter Kumpel. Natürlich Libiscus wieder am Start, den gibt es auch schon shiny. Pipi, Pixie, sowas. Natürlich Chanerga wahrscheinlich. Und dann munkelt auch vielleicht Shiny Chanerga. Blende ich euch kurz mal hier ein, wie der aussehen könnte. Und natürlich Baby Chanerga und Baby Pantimos sind ja auch rosa. Bei Pantimos, Pantimimi, wissen wir jetzt nicht so genau, weil Pantimos ist ja eigentlich regional. Das werden wir sehen. Und wenn Shiny Chanerga kommt, müsste das Baby ja auch eigentlich Shiny kommen. Was aber nicht ausgeschlossen ist, weil es kam ja auch direkt Shiny Knospi und sowas. Das Interessante ist, Doppelbonbon würde dann auch auf den C-Day fallen. C-Day wäre dann inklusive diesen Valentinstags-Bonus mit Doppelbonbon. Zum C-Day wurde auch was bekannt gegeben, und zwar die Attacke von Mamutel. Und zwar der chinesische Newsletter hat irgendwie was aus Versehen geleakt, schon mal gesagt, schon mal bekannt gegeben. Und zwar soll die Attacke Antikraft sein. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber irgendwie soll das Sinn machen, weil bei den Spielen konnte sich Keifel nur in Mamutel entwickeln, wenn es die Attacke Antikraft konnte. Die Sache ist jetzt, Antikraft ist nicht Eis, aber ich nehme mal an, Mamutel kann auch einfach eine normale Eisattacke. Es muss jetzt nicht extra eine Eisattacke für den Seeder sein. Es müsste ja ganz normal eine Eisattacke können. Die Sache ist halt, wenn, dann muss man halt immer TMs jetzt einsetzen. Oder man entwickelt es halt nicht während des Seeders. Könnte den Seeder-Hype bisschen hemmen, aber an sich ist keine große Änderung. Okay, es kommt halt nicht diese überklasse Seeder-Eisattacke. Eure Meinung unten in den Kommentaren. Hemmt es eure Seeder-Vorfreude oder seid ihr trotzdem noch heiß drauf? Werdet ihr trotzdem genauso abgehen? Dann das letzte Thema. Ich habe gerade meinen Shiny Spoink gezeigt. Das kam vor ein paar Tagen ein Artikel von den Kollegen von MeinMMO. Grüße gehen raus an Noah. Und da hat er so eine Tierliste gehabt. Was ganz witzig ist, zum Beispiel kennt man halt von, keine Ahnung, zum Beispiel Smash. Wer Smash zockt, da gibt es eigentlich immer so eine Tierliste an Charakteren. Und dann gibt es zum Beispiel ganz oben das seltenste, das beste S-Tier. Also eine Rangliste von den Charakteren und wie gut die sind. Und jetzt gibt es eine Rangliste von den Shinies und wie selten die sind. Und ganz oben, also ich blende hier mal für euch ein, ganz oben und den Artikel natürlich ist unten verlinkt. Da werden noch ein paar Sachen erklärt, wie zum Beispiel das Nummer 1 Shiny Pichu mit Partyhut ist. Den gab es anscheinend irgendwie nur 2 Tage, was ihn halt richtig selten macht. Ich habe, glaube ich, nicht mal ein normales Pichu mit Partyhut, geschweige denn Shiny. Ja, schauen wir mal so durch, was ich so alles habe. Ich habe von der zweiten Reihe auf jeden Fall nichts. Dritte Reihe, Nebulak und Knospi habe ich. Shiny Pichu mit Weihnachtsmütze habe ich nicht. Shiny Pichu mit Hexenhut, auf jeden Fall nicht. Dann, vierte Reihe, habe ich sogar 2 oder 3. Ich habe auf jeden Fall Absol, ich habe Elekid. Ein von den 2 Pikachu habe ich, glaube ich, auch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil bei den Pikachu blicke ich eh nicht komplett durch. Fünfte Reihe, habe ich, glaube, ein Pikachu mit Weihnachtsmütze Shiny. Auf jeden Fall habe ich Zubiris, Flunkiefer, Togepi, Raupi, den Rest nicht. Dann kommen wir zu der nächsten Stufe, das sind so die normalen Ankommen, Shinies. Und ganz unten sind halt die C-Day Shinies, die an sich eigentlich jeder haben sollte. Was traurig ist, mein Kollege Pinsi ist da unten. Er ist so richtig nutzlos, er ist einfach so häufig wie ein Community Shiny. Das Traurige ist, ich habe nicht mal einen Wingull und Wingull ist einfach in der untersten Stufe Kategorie. Also mittlere... Also mittlere Kategorie, da fehlt mir eigentlich auch eine Menge. Kann ich nicht wirklich bestätigen, dass die ankommen sind, also unhäufig. Für mich sind die alles sehr selten. Aber schon interessant, sowas mal zu sehen. Weil viele fragen mich immer, Hong, was ist das seltenste Lucky? Und ich sag halt wahrscheinlich irgendwas, irgendeine Shiny Hut-Variante. Und jetzt wissen wir es eigentlich. Es ist ein Lucky Shiny Pichu mit Hut 100%. Ausnahme meiner Meinung nach immer noch Kliphook. Und Deoxys, der für eine kurze Zeit durch einen Bug tauschbar war und einer sich einen Lucky ertauscht hat. Ah, das sind ja Luckys jetzt. Wir reden jetzt von Shinies. Das seltenste Shiny, Shiny Pichu mit Partyhut. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das habt. Und wenn ja, dann gönnt euch, freut euch. Aber das war's erstmal von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab.
folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.